Herzlich willkommen zu einem neuen CT Angezockt. Ich bin Liane Dubovi und spiele mit euch heute Necrobarista. Das ist ein Spiel oder besser gesagt eine Visual Novel, also eine Art Bildroman von Route 59, einem australischen Entwickler, die in dem Bereich auch schon Erfahrung haben. Und ich werde sicherlich nicht sehr weit spielen, ich will euch nicht die ganze Geschichte verraten, ich will euch nur ein bisschen zeigen, wie es funktioniert, wie die Grafik so aussieht, dann könnt ihr, glaube ich, selber schon entscheiden, ob das was für euch ist. Und ich habe schon ein paar Stunden reingespielt, ja, ein paar Stunden vielleicht nicht doch, aber eine ganze Weile, und würde aber jetzt hier nochmal ganz neu mit dem Prolog anfangen. In Gedenken an den Kameraden dort wartend in Ruh, dem Grab auf dem Hügel die Gedanken schweifen zu. Mit Trauer im Herzen der Krugwart erhoben. Wir trinken auf den Namen des Toten. Henry Lawson. Hier unten ist es so verdammt feucht. Typisch Keller, aber gibt es hier vielleicht ein Fenster zum Öffnen oder so? Sicher, wir haben einen Luftschacht, der irgendwo nach draußen führt. Maddie, kannst du den aufmachen? Für ein bisschen frische Luft? Bin mir ziemlich sicher, dass da gerade eine Mülltonne oben drüber steht. Außerdem bin ich beschäftigt. Einfach lächeln und wegriechen. Können wir es dann hinter uns bringen? Wie oft haben wir das jetzt schon gemacht, alter Mann? Du weißt, dass es einiger Vorbereitung bedarf. Immer mit der Ruhe, denk an deine Nerven. Ich mag deinen Ton nicht. Entschuldigung. Können wir vielleicht mehr Licht hier reinbringen? Du hast hier so viel Kram angesammelt. Da würde ich lieber sehen, wo ich hintrete. Wärst du mal so freundlich, Ashley? Danke. Ich sehe, dass du mittlerweile besser organisiert zu sein scheinst. Läuft's. Übung macht den Meister. Hey Maddie, wie viel Draht brauchst du noch? Ich glaube, es reicht schon. Gut. Nun, hey, was ist los, Kleines? Ich habe einen Stuhl für dich gefunden. Ah, danke. Also, diese ganze Sache hier ist nicht ganz legal, oder? Maddie ging da nicht ganz ins Detail. Ja, der Rat befindet es als konfrontativ. Und das aus guten Gründen, denke ich. Ja, Mann, weil es voll gegen die natürliche Ordnung geht. Nicht nur in Sachen Bürokratie, sei ruhig jetzt. Die meisten Regeln können irgendwie umgangen werden. Na. Und Maddie hat eine ganz besondere Begabung dafür. Bin sicher, das hast du auch mitbekommen. Hey, ein kleines bisschen Hilfe hatte sie aber schon. Geht's hier um ihr Zeitschinden? Also. War die Übertragung die gleiche Art Magie, die wir jetzt vorhaben? Ja. In kleinerem Umfang, versteht sich. Ein stärkerer Zauber benötigt sorgfältigere Vorbereitung. Der Rat hält jedoch jegliche Information darüber erfolgreich unter Verschluss. Aus gutem Grund. Was passiert, wenn etwas schief geht? Sagen wir so, man vermasselt es gewöhnlich nicht mehr als einmal. Oder versucht es nicht noch ein zweites Mal, wenn du verstehst. Störrische Akademiker ausgenommen. Wie nennt man diese Art Magie überhaupt? Die Frage ist irrelevant. Diese Magie ist verboten. Abgefahren. So nenne ich das.
Per Definitionem ist es ein Konduktionsritual. Aber lässt man den ganzen Hokuspokus und Bildungssprech weg, dann kennt man es auch als Nekromantie. Und damit haben wir eine kleine Einleitung bekommen in Nekrobarista. Die läuft nicht von alleine, aber also das ist keine Videosequenz. Man muss die zwischendurch die Dialoge immer bestätigen und das bleibt im ganzen Spiel so. Hier kann ich mich jetzt ein bisschen umsehen. Für gewöhnlich ist es aber tatsächlich weniger als eine Art Spiel, ein Bildroman. Visual Novel habe ich schon gesagt. Das heißt, nur zwischen den Kapiteln kann ich mich wirklich hier so aus der Ego-Perspektive umsehen. Allerdings, wenn ich mich bewege, fühlt sich das eher an wie ein Flugmodus und weniger wie im Café herumlaufen. Das hat aber den Vorteil, dass ich mir Dinge angucken kann. Zum Beispiel, wie das Café insgesamt aussieht. Wir sind hier in einem Café in Melbourne, das heißt The Terminal. Und es ist ein Café, das nicht nur den Lebenden offen steht, sondern bis zum gewissen Teil auch den Toten. Und darauf hat ja hier dieser Prolog schon hingewiesen. Hier haben die Toten ein bisschen Zeit, 24 Stunden Aufschub, bevor sie weiterziehen müssen. So, das hier ist das Menü. Ich bringe mich hier immer wieder zurück. Ich will mit euch aber jetzt nochmal den Anfang spielen. Vielleicht eins noch vorweg. Dieses Spiel gibt es bei GOG.com ohne DRM und bei Steam. Kostet in beiden Fällen rund 17 Euro und ist nur für Windows. Ich habe es unter Linux mit Hilfe von Proton schon mal angespielt. Das geht prinzipiell. Was nicht richtig funktioniert hat, sind die ein oder andere Videosequenz, unter anderem eben dieser Prolog am Anfang und später auch nochmal einer. Das Spiel an sich lässt sich aber tatsächlich spielen. Und dann gehen wir nochmal in die erste Episode. Sieht das nicht toll aus. Die Geschwindigkeit, wie gesagt, bestimmt man selbst, indem man mit der Return-Taste oder mit der linken Maustaste den Dialog bestätigt. Viel mehr kann man im Moment aber auch nicht tun. Auszüge aus Online-Rezensionen. Ziemlich unterdurchschnittlicher Kaffee. Barista spricht Chinesisch, aber nur um die Leute zu beleidigen. Bislang dachte ich, dass mein Zylinder voll stylisch sei. Da rannte ein kleines Mädchen mit einem Messer rum, unbeaufsichtigt. Ich fühlte mich wie erschlagen, nachdem ich dort war. Hab mich über verbrannten Geschmack beschwert und wurde als Heulsuse bezeichnet. Bester Kaffee, den ich je hatte. 5 Sterne. Übrigens, ich habe keine Geschmacksnerven. Und ein neuer Gast. Maddie seufzte und begann, ein Glas zu putzen. Sie sah zu der Person, die gerade hereinkam. Er sah nicht so aus, als wolle er zur Theke kommen. Hey Kumpel, alles klar? Bah. Du kannst mich sehen? Yep. In voller Pracht. Was willst du bestellen? Ich laufe schon seit Stunden durch die Gegend. Hier gibt's jetzt die Möglichkeit, so hervorgehobene Begriffe anzuklicken, dann kommt ein schlauer Spruch dazu. Niemand wollte mir zuhören. Keine Ahnung, wie ich dann hier gelandet bin. Naja, vermutlich durch die Eingangstür. Er kicherte nervös und atmete tief durch. Also gut. Wo bin ich? Dies, mein verstorbener Freund, ist der Terminal. Carltons feinste Lokalität. Verstorb?
Unser Kaffee ist zum Sterben gut. Also, weiß nicht so recht, wie ich das verstehen soll. Frag mich einfach, was du wissen willst. Du bist nicht der erste desorientierte Tote, der hier auftaucht und verwirrt ist. Verwirrt? Der Typ sieht aus, als hätte er schon viel durchgemacht. Aha. Was haben die anderen denn so gefragt? Das Gleiche wie du gerade. Ach, verdammt. Dann kommt das. Gefolgt von beschämter Stille. Stille. Normalerweise genießt Maddie ein bisschen Ruhe und Frieden, aber so manche Stille ist einfach nur unangenehm. Okay. Ich hab's kapiert. Bist du immer so fies zu deinen Gästen? Oder nur zu Jammerlappen wie mir? Nur zu den Jammerlappen. Hätte ich mir denken können. Ich hatte immer das Gefühl, dass andere mich auf diese Weise sehen. Nee, ich mache nur Spaß. Nein, du hast schon recht. Ich bin ein erbärmlicher kleiner Idiot. Ich weiß nicht mal, wie ich gestorben bin. Aber es war sicher jämmerlich und sinnlos. Passend zu meiner ganzen Existenz. Und jetzt? Jetzt habe ich nicht mal mehr die Chance, mein Leben umzukrempeln. Endstation. Hast du es bald? Und jetzt sitze ich hier in diesem Café für Tote und heule der Barista die Ohren voll und reiß dich zusammen, Junge. Er blinzelte und kam langsam wieder zur Vernunft. Nervenzusammenbrüche stehen nicht auf dem Menü, okay? Verspreche dir, dass alles okay ist. Weiß, wie das ist. Bist du auch? Nein. Aber hier sind schon viele andere vor dir durchgekommen. Also bin ich nur durchschnittlich chaotisch. Nicht mal das kann ich. Keshan, du hast nur 24 Stunden auf dieser Ebene, bis du zur nächsten Station weitergehen musst. Ich glaube nicht, dass du deine Zeit mit einer Panikattacke verschwenden willst. 24 Stunden? Shit. Was ich sagen wollte ist, alles ist in Ordnung. Hol einfach tief Luft. Und wir finden eine Lösung. Sorry. 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 Ich will dir nicht zur Last fallen. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Mach dir keine Sorgen. Bist du sicher? Ich bin nur ein Klotz am Bein. Bist du nicht. Hab hoch, Kumpel. Lass mich dir von diesem Ort erzählen. Ist ziemlich krass. Vor 4 Jahren bin ich das erste Mal hierher gekommen. Und so lange bleibt hier, bis du weiterziehen musst. 24 Stunden. Stunden, um meinen Mörder zu finden? Klingt wie eine dieser Detektivgeschichten, oder? Ein Rennen gegen die Zeit. Scheint so, aber was soll's, wenn du am Ende sowieso weiterziehen musst? Was nimmt dem Ganzen den Sinn? Ich weiß nicht mal, ob es dir was bringt, dort, wo du dann hingehst. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu nihilistisch eingestellt und sehe die Dinge eher nüchtern. Klingt nach einer Menge Stress. Um ehrlich zu sein, ich versuche immer noch mir einen Reim auf all das zu machen. Ist alles sehr sonderbar, was? Jupp. Genau meine Worte. Ich glaube, es wäre sehr enttäuschend, wenn man herausfindet, dass man friedlich im Schlaf gestorben ist oder so. Stimmt. Die meisten Leute werden eher nicht ermordet. Normalerweise sind es Krankheit, Alter oder Rasenmäherunfälle. Naja, man sagt, es seien Unfälle. Aber die meisten Rasenmäher sind von bösartigen Dämonen besessen. Wie dem auch sei. Moment mal. Warte! Du kannst das nicht einfach so sagen und das Thema wechseln.
Von Dämonen besessene Rasenmäher? Echt jetzt? Alles mit Schneideblättern zieht sie magisch an. Gartenwerkzeug, Häckselmaschinen, Mixer. Die sind echt nervig. Ich muss den Mixer mindestens einmal pro Monat exorzieren. Unglaublich. Vielleicht ist das eine dumme Frage, aber sind alle hier tot? Ja. Du hast gesagt, das hier ist ein Café für Tote. Gilt das für jeden hier? Oder sind einige einfach nur Hardcore-Geisterfans? Das wäre die sehr einfache Erklärung. Nicht alle hier sind tot, aber es ist der einzige Zwischenstopp zwischen Diesseits und Jenseits. Deshalb kriegen wir so Typen wie dich hier oft zu sehen. Und das ist auch der Grund, warum die Miete so hoch ist. Weil die Vampire, die hier das Sagen haben, wissen, dass wir eine Menge Laufkundschaft haben. Vampire im wortwörtlichen Sinn? Nein. Nur Babyboomer mit zu viel Geld. Verstehe. Kommt aufs Gleiche raus. Um deine Frage zu beantworten. Wir haben momentan 9 Gäste hier. Von diesen 9 dich eingeschlossen. Sind wahrscheinlich 4 oder 5 auf ihrem Weg von hier ins Jenseits. Woher weißt du das? Wenn du erst eine Weile hier gearbeitet hast, kriegst du einen 6. Sinn für diese Dinge. Verstehe. Apropos 6. Sinn. Ich habe auch einen für Schwierigkeiten. Du hast 2 6. Sinne? Hallo. Ashley? Ashley war ein junges Mädchen, das Maddie und Jay vor ein paar Jahren adoptiert hatten. Ungefähr so wie ein Hündchen ein quietschendes Spielzeug sein eigen nennt. Er war erschreckend intelligent und ein kleines Genie. Aber nichtsdestotrotz immer noch ein Kind. Heute roch sie sehr nach Motoröl. Ihr rechter Arm war mit Öl bedeckt. Maddie wusste, dass sie ihr später helfen musste, es wieder abzubekommen. Auf Ashleys Gesicht saß ein Ausdruck, als wolle sie sagen, ich bin ein unglaubliches Genie. Damit lag sie auch vollkommen richtig. Und Maddie hasste sie dafür. Also gut, ich kenne diesen Ausdruck. Was gibt's? Was? Kenn ja noch, was du meinst. Spuck's aus, Kleines. Was brauchst du dieses Mal? Bin gerade mit einem Kunden beschäftigt. Also ich brauche nicht wirklich deine Ich bin gerade mit einem Kunden beschäftigt. Jemand muss ein Verbindungsstück festhalten, während ich was festschraube. Hast du keine Klammern? Wir haben dir doch letzten Monat welche zum Geburtstag geschenkt. Die benutze ich schon für andere ganz wichtige Sachen. Nicht. Ich habe definitiv eine gesehen, als ich vor 10 Minuten oben war. Ich brauche einen Helfer. Ashley, ich habe keine Zeit. Bitte. Also, ich kann ja vielleicht... Ich könnte... Ashley, stör uns nicht bei der Arbeit. Ich kriege hier nichts gebacken, wenn ich ständig hochgehen muss, um Schraubendreher zu halten oder Steakmesser zu konfiszieren. Menno. Ashleys Schmolltaktik war legendär. Doch mit der Zeit war Maddie immun dagegen geworden. Hey, keine Chance. Wo ist Jay? Er kann mir helfen. Also... In der Küche. Den Geschirrspüler ausräumen. Nun... Den gleichen Geschirrspüler, den du schon vor einer Stunde ausräumen solltest. Oh. Aha. Das macht mir wirklich nichts aus zu... Hey! Wie wäre es mit dem Typen hier? Der hat doch nichts zu tun, weil tot und so. Ja, jetzt mal ganz... Ashley, habe ich keine Nerven, um mich mit dir zu streiten. Er will sich bestimmt ein bisschen ausruhen. Sterben ist schließlich kein Zuckerschlecken.
Und wo sind überhaupt deine Manieren? Wir haben das doch besprochen. Du musst den Kunden gegenüber mehr Respekt zeigen. Nicht doch. Ich gehe gerne nach oben, um zu helfen. Ist wirklich kein Problem. Ich habe eh nichts Besseres vor. Und ich bin schon sowas von tot. Also alles super. Yep, so bin ich. Kishan. Der übertote Typ. Bist du sicher? Ich kann sie auch alleine wieder hochschicken. Alles gut. Kein Ding. Besser also rumzusitzen und rumzujammern. Perfekt. Komm, Knecht. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Maddie wusste selbst, dass sie Ashley nicht genug Aufmerksamkeit schenkte und Ashley sich deshalb so benahm. Es machte ihr schon zu schaffen, aber gleichzeitig war sie sich bewusst, dass sie dieses Problem nicht so bald lösen können würde. Um ihrer beider Willen musste sie das Café über Wasser halten, auch wenn das hieße, dass Ashley sich eine Weile um sich selbst kümmern musste. Ihr war zwar bewusst, dass sie kaltherzig erscheinen musste, ihre innere Stimme sorgte penibel dafür, sie immer wieder daran zu erinnern. Doch trotz allem wunderte sie sich, ob daran vielleicht etwas... Ein paar Pflanzen wären hier nicht verkehrt. Uah, Herrgott nochmal, Jay! Schleich dich doch nicht so an, du alter Sack. An was hast du gerade gedacht, Maddie? Mein Gedanken. Sah es so aus, als ob ich mir gleich den Kopf zerbrechen würde? Sehr. War nicht wichtig. So gucke ich immer, wenn ich beim Trinken abdrifte. Nein, diesmal was anders. Was meinst du? Dein jetziger Ausdruck erinnert mich an damals, als du diesen Samurai-Cosplayer zu einem Faustkampf herausgefordert hast. Ah. Du meinst den, der hier reingeplatzt kam, sein gefaktes Katana rumgeschwungen und Genugtuung verlangt hat, als ich ihm keinen 15-fachen Espresso machen wollte? Das ist ein sehr spezifischer Gesichtsausdruck, möchte man meinen. Wie sieht der für dich aus? Wie die natürliche Reaktion von jemandem, der gerade mit 1000-fach gefaltetem japanischem Stahl bedroht wurde. Du musst jetzt nicht versuchen, das nachzumachen. Die Erinnerung ist noch frisch genug, dass ich mich daran erfreuen kann. Es war ein tiefgreifender Ekel. Angereichert mit einem Schuss Mitleid und mit einem Hauch Spott abgerundet. Ha. Klingt total nach mir. Erstklassiges Gefühl. So, ich würde hier jetzt schon mal einen Cut machen. Wir können nicht das ganze erste Kapitel durchspielen. Ich glaube, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, worum es hier geht. Wir haben hier die Besitzerin Maddie, die das Café ursprünglich von dem Typen neben ihr, der aussieht wie 30, aber mehrere hundert Jahre alt ist, geerbt hat oder übernommen hat. Wir haben Ashley, die nochmal ein anderer Charakter ist. Wir haben Kishan, der als Toter hier mit dazugekommen ist. Und es kommen noch weitere Charaktere dazu, die man erst im Laufe der Geschichte dann auch kennenlernt. Wir können hier diese Worte anklicken und wir können nach jedem Kapitel ein paar Worte auswählen und damit Erinnerungsfragmente freischalten, die aber eigentlich keinen spielerischen Wert haben, sondern einfach nur die Geschichte mit Anekdoten anreichern. Und genau, die Stimmung ist toll, die Musik ist toll, die unterstreicht das Ganze ziemlich gut. Ich muss gestehen, ich habe trotzdem mit der Art der Visual Novel so ein bisschen so ein Problem, weil ich finde, eigentlich müssten diese Dialoge von allein ablaufen, immer wieder die Taste zu drücken, das blockiert für mich so ein bisschen den Fluss. Aber mir gefällt die Optik gut und ich finde auch, dass sich die Geschichte ganz gut entfaltet. Also ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiterspielen. Und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal einen Einblick gegeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Angezockt. Bis dahin, tschüss!